Hallo und willkommen zurück zu Legendary Tales Stolen Life im Bonuskapitel. So, ich glaube, wir müssen hier durch, ne? Wow, how luxurious. There's so many antique things. I think the chest must be here, or behind that well-protected stone door. Ja, gewiss. Okay. Wenn ich der Eidechse das Auge entnehme, wird sie sicherlich nicht weiter so fröhlich Feuer speien. Okay. Was haben wir hier? In der Statue glitzert etwas, aber der Gargoyle hält sie fest in der Hand. Tja, da ist er hin. Noch ein Rubin. Jetzt ist vom Gargoyle nur noch ein Haufchen Asche übrig. Ja. Können wir denn damit was anfangen? Schlüssel, da haben wir einen Schlüssel. Und hier haben wir Rubine. Und so weiter und so fort. Was haben wir hier denn sonst noch? Auch ein Schlüssel. Aha. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich mit der Asche, machen soll. Hier haben wir auch noch einen Schlüssel. Ansonsten kann ich hier auch so nichts finden. Verbinde alle Punkte mit nur einer ununterbrochenen Linie. Die roten Pfeile zeigen die Richtung der Linie. Ja. Ah, okay. Ja. Das wird immer schlimmer. Verschiebe die Elemente so, dass das Bild auf der rechten Seite entsteht. Möchte ich den grünen Stein gleich noch da reinmachen? Ich weiß es nicht. So, warte mal, was müssen wir denn machen? Müssen wir uns durchfriemeln. Okay. Wow. So, warte mal, hier haben wir ein paar mehr dran und hier auch. Mal den und den. Ich muss mich erstmal sortieren. Das hier ist ja aber schon mal Mist. Diese Linie hier oben darf gar nicht sein. Ich brauche
brauche dich und dich hier. Okay. Füge die Zeichnung zusammen, indem du die Scheiben drehst. Moment, das muss glaube ich ein bisschen genauer sein. Ja, doch. Ach so, hier in der Mitte ist noch einer. Ja. Die Frage, wie er sein soll. Ah ja. Okay. Here is the chest with the artifact. The damned witches even protected it with magic. I'm going to get that bracelet anyway. Alles klar, die Gegenstände haben wir schon mal. Soweit so gut. It's a tree nymph. Why do witches need a tree nymph statue? They hate all magical creatures. Ja. Füge die jeweiligen Zeichnungen des Baumes und Wolfes zusammen, indem du die Scheiben drehst. Oh ja, klar. Das ist super. Und die drehen sich auch noch mit. Okay. Schon ein bisschen gemein. So, den äußeren und den mittleren habe ich. Oh, schade, du hättest dich ruhig noch ein kleines Stückchen weiter drehen können. Nice! Okay, super. Oh, ich dachte, ich hänge da jetzt länger dran. Okay. Blut der Baumnymphe. Es sah doch komplizierter aus, als es jetzt wirklich war. Feuerpulver, Blut der Baumnymphe, ja. Asche des Gargoy. Ja, genau, die Asche brauche ich noch. Ach so, hier haben wir das Feuerpulver. Brauche ich dann nicht noch ein Gefäß? Nehmen wir doch den. Okay, wunderbar. Haben wir hier denn sonst noch etwas? Nein, nicht wirklich. Dann hole ich mir mal, also zumindest nicht auf den ersten Blick, hole ich mir mal die Asche. Und das Feuerpulver. Mhm. A
hope this bracelet will be a good reason to accept me into the Resistance Squad. Now I can return to the captain. Ah, Bertrand. We were at the origin of the Resistance. He was always thinking about the benefit of all, more than about his own. I hope this thing is worth the price paid. Well, you're one of us now. Congratulations. Tja, so viel zu Elliots Geschichte. Ja, war ein schönes Bonuskapitel oder beziehungsweise ein spannendes Bonuskapitel für mich persönlich zumindest. Und ja, mal schauen, ob man Elliot und auch die anderen Charakteren, Lucia könnte ich mir gut vorstellen und ihren Bruder auf jeden Fall auch, ob man die im zweiten Teil dann wieder trifft. Irgendwie muss ja auch die Geschichte noch mit Ulf weitergehen, ne, der ja immer noch ein Werwolf ist. Wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern, da es das Spiel bis jetzt nur auf Englisch gibt und ich ganz gerne auf die deutsche Version warten möchte. Und das werde ich auch tun, aber sobald es draußen ist, wird es dann auch aufgenommen und auf meinem Kanal erscheinen. Alles klar. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.